Willkommen zurück bei Anno 2070, die Tiefsee. Wir wählen die Bevölkerungsgruppe für den Spielstart aus. Wäre einmal Lean Initiative oder Global Trust. Ich nehme Global Trust. Ich brauche das nicht weiter zu erklären, das habe ich im letzten Part auch schon getan. Ich bin einfach nicht so der Eco, das ist die ganze Erklärung einfach. Und ja, aber wir wollen hier eine Runde zocken. Alle Maschinen, stopp. Und deswegen sind wir hier. Und ja, heute ist der 10. Juni 2014 und heute kommt endlich Nintendo auf der E3 und also da reibe ich mir schon die Hände, weil das wird richtig episch, sage ich euch Leute, das müsst ihr euch anschauen im Livestream. Ich werde das auch machen und unter Live-Reactions hochladen, sofern nicht mein PC abreckt, weil ich mache das mit WLAN. Und in 720p, das hier in 1080p, aber jetzt mal genug geredet. Rufus Strom informiert sie über den ihnen gestellten Aufgaben in diesem Sektor. Das wären nämlich, wie schon letztes Mal erwähnt, 100.000 Credits durch Handel erwerben und Credits anhäufen. Wir haben am Anfang davon ziemlich wenig, nämlich nur 10.000. Und ich weiß aus Erfahrung, dass diese Karte ziemlich fies ist, weil hier gibt es nur kleine Inseln. Also nicht große Inseln. Das ist so die größte, die man finden kann eigentlich. Und das ist schon, ja, soll ich sagen, erbärmlich. Aber wir müssen uns damit zufrieden geben. Und jetzt hören wir uns den schönen Ingame-Sound an, wenn wir ein Kontor errichten. Hat sich ein bisschen verändert. Der war bei Anno 1404. Ja, wie auch immer. Ist egal. Gehört einfach zum Anno dazu, dieser Sound. Ja. Ich muss mal kurz gerade noch meine Stoppuhr einstellen. Weil ich möchte schon gern wissen, wie lange ich aufnehme. Ich sitze schon ein bisschen rum. Macht aber nichts. Ich habe ja da kein so großes Limit mehr. So, also, was haben wir hier am Anfang? Wir müssen Geld haben. Machen wir mal ein Stadtzentrum. Wir wollen ja Einwohner haben. Wie machen wir das am effektivsten? Weitere Gebäude stehen zur hier. Verfügung. Und hier würde ich sagen, ja, noch ein bisschen was dazu erwähnt sei, nämlich die Stadtzentren bei Anno 2070 und 1404 sind etwas anders geworden wie bei 1701. Und, ups, jetzt habe ich mich kurz vertan. Hier ist es natürlich. Die sind etwas anders und zwar bei 1701 war es noch ganz retro, einfach so, wenn man ein Markthaus baut, dann kann man die Stadtzentren nur in diesen Einfluss quasi reinbauen. Das heißt, man muss auf jeden Fall Markthäuser bauen. Hier erschließt das Stadtzentrum einfach so die richtigen, also noch den richtigen Platz, den man braucht. So, und am Anfang macht man natürlich erstmal Verluste, aber das ist völlig normal bei Anno. Das legt sich dann, wenn man die ersten Einwohner hat. Die haben wir auch schon hier. So. Am Anfang auf jeden Fall Verlust. Man braucht natürlich auch erstmal Bauzellen und so weiter. Also muss man schon früh Energie machen. Weil sonst macht das ja keinen Sinn. Wo machen wir das am besten? So. Das Gute ist auch an den Tycoons, dass sie so platzsparend Energie machen können. Geht zwar gegen die Ökobilanz, aber ist doch egal. Okay, das war jetzt vielleicht sehr laut im Mikro. Aber dann brauchen wir natürlich noch eine Fischerhütte. Das war schon immer so in jedem Anno am Anfang. Und wir brauchen noch ganz wichtig Bauzellen. Es ist so wenig Platz hier, bin ich gar nicht gewohnt. Am Anfang wirklich schon mal viel. Der Ökobilanz. War das jetzt gut?
Nein, war es nicht. Ich habe mich verbaut. Macht aber nichts. Weil ich glaube nicht, dass hier die Baukostenrückerstattung auch so hoch ist. Die ist bestimmt nur halb oder vielleicht sogar ganz aus. Macht aber nichts. Da werde ich mal mit neuen Problemen konfrontiert. Weil ich habe das wirklich früher mal ganz einfach gehalten. So. Dürfte reichen vorerst. Fahre ich mal mit meinem Schiff los. Dann wollen wir mal ein bisschen rumfahren und ein bisschen entdecken. Ja, Nintendo of the E3. Was kann man da noch dazu sagen? Also, Nintendo muss jetzt richtig ranklotzen auf jeden Fall, weil die haben... Ja, die müssen was zeigen auf jeden Fall. Dieses Jahr kommen noch viele neue Software und da dürfen sie natürlich jetzt nicht einfach aufhören, sondern vermutlich werden sie das neue Zelda zeigen. Nicht vermutlich, sondern wahrscheinlich ganz sicher. Wir haben hier noch drei Leute, die wir noch nicht gefunden haben. Dann müssen wir nochmal mit dem Schiff fahren. Ich bin immer für solche Aufträge. Mache ich immer. Die sind am Anfang vor allem ziemlich nützlich. Hier zum Beispiel ein Schiff zerstören. Das kann am Anfang nicht so groß sein, deswegen. Und nicht so schwer, deswegen. Fahre ich da jetzt einfach mal hin. Und drei Ingenieure finden in meiner Stadt. Stadt ist es ja nicht. Ein kleines Dorf. Und hier sieht man die Ingenieure wirklich ganz deutlich. Liegt auch am Wuselfaktor, den ich in den Grafikeinstellungen ausgestellt habe. Da kann man dann das besser sehen. So, okay. Ja, machen wir noch ein paar mehr Einwohner, würde ich sagen. Das wird schon reichen. Ah, ich bin fast vorbeigefahren. Mal Angriff. Ja, das kriegen wir hin. Das ist ja nicht so schwer. So, ja, was gibt's noch zu sagen? Nintendo wird ein riesiges Line-up neuer Spiele machen. Das Nintendo Digital Event wird das sein. Das war wie letztes Jahr, da haben sie auch nur so einen Livestream im Internet gemacht. Und das muss ja anscheinend letztes Jahr so gut geklappt haben, dass sie das dieses Jahr wieder machen wollen. Deswegen soll mir recht sein, war eigentlich ziemlich gut. Ziemlich gute Idee. Satoru Iwata so ein bisschen und hat uns ein bisschen gezeigt, wie die Spiele aussehen. Ja, es war schön. Ich habe mich sehr gefreut über Mario Kart 8 und die Spiele, die davor gekommen sind. Noch ein kurzes Wort hier zu den Spirituosenfabriken. Die sind sehr platzsparend. Besser ist es, man macht hier wirklich hier manuell und setzt die so, wie man will und macht das nicht automatisch, weil der Computer kann das wirklich nicht so gut. Und was ist hingefahren? Fuck, das ist weggefahren. Hallo, ich habe doch auf Angriff gedrückt. Willst du mich verarschen? Die will mich verarschen. Ja, wo war ich? Komm, hier. Da. Yay. Oh. Oh. Okay. Ja. Also bei richtig fortgeschrittenen Spielen sollte man das wirklich machen so. Aber hier mache ich automatisch meinen, da brauche ich ja eh nicht so viel. Also das geht schon irgendwie. Ich meine, ich brauche ja nicht so viel Einwohner. Ich brauche halt nur Geld. Ich muss viel verkaufen. Ich muss viel produzieren und das quasi verkaufen dann. So kriege ich Geld und so schaffe ich das. Kann noch ein bisschen dauern, aber komm jetzt. Und drei Ingenieure haben wir ja auch schon. So. Einmal hierhin, einmal dahin. Wir müssen besonders viel verkaufen, das heißt, wir müssen viel produzieren. Ich habe jetzt dummerweise kein Werkzeug mehr. Das ist halt nicht so gut. Am Anfang muss man eigentlich beim Anno-Spielen auch immer am Anfang Werkzeug und Bauzellen kaufen.
Weil das sind halt die Waren, die sind halt Mangelware. Hey, ne? Auf dich kann man zählen. Zumindest kriege ich dadurch mal ein bisschen Kohle hier, durch diese Aufträge. Ich bin ein Fan von Aufträgen. Ich mache die unheimlich gerne, vor allem die Auftragsketten, weil die sind noch spannender. Das wird ja völlig random ausgewählt am Ende, was für ein Item man da bekommt. Finde ich ein starkes Stück von Ubisoft. Aber na gut, wenn die das so wollen. Soll ich jetzt einen Apfel essen hier beim Let's Play? Oh, ich denke mal nicht, oder? Willkommen beim Spirit-Programm. Ah ja, da haben wir schon. Nein, ich bin keine Studentin. Dr. Bartok. Dr. Tori Bartok. Eine Vertreterin von den Techs. Sieht man gleich auch an der Insel. Haben Sie den Auftrag zufriedenstellend erledigt? Ist ein normaler Computerspieler. Nicht schwer und nicht leicht. Immerhin, also die ist nicht so einfach, die Mission, wurde zu mir zumindest durch die Sterne mitgeteilt. Soll nicht so einfach sein. Hey, Moment mal. Ich wollte ja Waren kaufen. 25 und 13. Was bietet die mir? 25, 13. Ist eigentlich völlig egal. Alles klar. Fahre ich doch noch wieder zurück. So viel Zeit muss sein. Da kaufe ich mal richtig ein. Es ist auch ziemlich billig hier, fällt mir auf. Oder ist es normal so? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall nehmen wir das mal. Und haben dann wieder ein bisschen, mit dem wir was anstellen können. Das Geld, glaubt mir Leute, das kommt dann am Ende ganz schnell. Das hat man schnell verdient. Also, ich habe bei meinem besten Spielstand habe ich 32 Millionen Geld. Und ja, das kommt halt einfach dadurch zustande, dass man einfach durch diese Executives so viel verdient. Also die letzte Einwohnerstufe, da kommt dann so viel Geld zusammen. Das ist ja fast schon unmenschlich. Komm, jetzt zieht mal ein da. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit hier. Ich muss im Part mal ein bisschen was schaffen. Nicht so wie letzten Part. Jetzt mach doch mal. Natürlich, je mehr Waren man auf dem Schiff hat, desto langsamer wird das Schiff. Wir haben ja noch ein paar Spirituosen gekriegt vom Auftrag. So. Schön. Dann bauen wir jetzt noch mal da so ein paar Häuserchen hin. Neue Gebäude zum Bau bereit. Na, wunderschön. So will ich das sehen. Keine Angst, wenn ich die Straße zweimal durchziehe, wird nur das berechnet, was neu dazukommt. Ist am Anfang echt auch nicht so klar, aber es ist so. Natürlich hat es auch einen Grund, dass ich hier was freigelassen habe. Und das ist nämlich für das Casino. Das brauchen nämlich die Tycoons. Die Ecos brauchen eine Konzerthalle, kann das sein? Ist auch egal. Wen interessieren schon die Ecos? Ja. So. Haben wir das Casino. Geht's euch gut? Ja. Die Einwohner auch nämlich einmal Fisch, dann Spirituosen, sind hier, Gemeinschaft, Stadtzentrum und Aktivität, das Casino, um eine Zivilisationsstufe höher aufzusteigen. Dadurch zahlen sie mehr Steuern und es können mehrere Personen da einziehen als nur 8, nämlich jetzt 15. Und die steigen automatisch auf und brauchen dafür Werkzeug. Man kann das auch so sperren. Wenn man sagen will, nee, ihr verbraucht mir zu viel. Ich will lieber Werkzeuge bauen. Dann macht ihr das. Und das ist kein Problem. Also ihr macht einmal das hier. Ich finde es sehr gut mit den Tycoons, weil mit den Kohle, bei zum Beispiel dem Werkzeug, kann man ja einfach so ein Kohle-Ding. Zack. Fertig. Und bei der Kohlemine, die nur die Ecos haben, müsste man noch einen zweiten Minenbauplatz brauchen. Und sogar das Verhältnis ist nicht ausgeglichen. Also die Kohlemine produziert viel, viel schneller als die Eisenerzmine. Und dadurch musst du halt einfach viel mehr um die Ecke denken und da habe ich echt keinen Bock drauf. So, haben wir einmal das. Haben wir einmal das. Kohle. Eisen. Erz. Wird zu Eisen in der Eisenschmelze und das ist das Verhältnis dann 1 zu 2. Das heißt, wir können hier
Schwupp. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Schwupp. Fertig. Werkzeug, Produktion aufgebaut. So, dadurch ist jetzt unsere Ökobilanz ein bisschen gesunken ins Kritische. Das ist aber der große Vorteil auch bei den Tycoons. Macht denen überhaupt nichts aus, weil die es gewöhnt sind. Ja? Also, das ist wunderbar. Die Ecos würden da anfangen zu meckern und würden weniger Steuern zahlen. Das kommt mir überhaupt nicht in die Tüte. So, und dadurch, dass wir jetzt eigentlich eine funktionierende Werkzeugfabrik haben, kann ich das auch wieder hier aufheben. Leute, noch eine halbe Stunde. Dann geht's los mit dem Livestream von Nintendo. Ich bin so gespannt. Hey, aber wir wollen nicht über Nintendo reden. Ich meine, hier spielen wir Anno. Und siehe da, unsere Bilanz ist im Positiven. Wir nehmen mehr Geld ein, als wir ausgeben. So muss das sein, Leute. So. Hey, steh nicht so untätig rum. Mach mal was. Geh mal dahin. Ja, das ist ja wunderbar. Haben wir im ersten Part schon die Tycoon-Angestellte gemacht. Hätte nicht gedacht, dass das jetzt so schnell geht. Ich meine, ich glaube die ganze Zeit. Oh, guck mal hier. Bisher eingenommen durch Handel minus 1000. Da muss ich wieder ein bisschen gut machen. Ich habe Schulden quasi. Und ein paar mehr Credits sollte ich auch anhäufen. Leute, das wird schon. Lokalisiere Insel. Oh, eine Insel. Also wie ich gesagt habe, die Inseln sind hier wirklich nicht gerade groß. Die größte hat eigentlich die hier noch. Boah, gerade mal Flughafen gebaut. Natürlich. Scanne unbekannte Küste. Also. Ach, sieht schön aus, unsere kleine Siedlung. Dann mache ich mal Folgendes. Ich verbinde das mal hier ganz effektiv. Ach, noch was. Das weiß man vielleicht gar nicht so. Außer die richtigen Anno-Suchtis. Dass, wenn man die Markthäuser mit dem Kontor verbindet, also mit dem, womit man an Land gegangen ist, mit dem hier, dem Hauptgebäude quasi, wenn man die Markthäuser damit verbindet und ein gutes Straßennetz aufbaut, kriegt man eine Transporteinheit mehr, ja. Also eine Bonustransporteinheit. Damit können quasi vier auf einmal und noch so ein Fliegeding können die Waren abholen. Das ist so viel wie auch in noch keinem Anno vorher. Ich schaue nochmal kurz auf die Uhr. Sind wir gut durchgekommen? Boah. Wir sind im Rahmen. Ich will euch ja nicht so lange quälen. Ups, sorry. So. Gut. Dann haben wir da ja schon mal was geschafft hier. Verena, nee, zuletzt. Stellen wir das noch um. Hier, das ist ja Quatsch. Wir nennen es Stadt, Leute. Das ist unsere Stadt. Und mit dem Schlusswort bedanke ich mich fürs Ansehen. Einen Daumen hoch, wäre sehr nett von euch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part von Anno 2070, die Tiefsee. Man sieht sich, beziehungsweise man hört sich. Und tschüss.